Hey, 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 hallo ihr Leute, ich bin wieder da, der dicke Typ. Hey! Okay. Hi Freunde, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute begrüße ich natürlich wieder zu einer wundervollen Folge von Scrap Mechanic Zuschauer Creation. So, der Staubsauger ist wieder am Start. Ich merke schon, ihr feiert den Staubsauger doch ganz schön hart, muss man so sagen. Und wisst ihr, was ich hart feiere? Und zwar diese riesige Feuerwehrstation. Ich habe sie noch nicht angeguckt, aber sie ist riesig. Und deswegen feiere ich sie, denn wir haben hier etwas Schönes von dem lieben Inferno. Danke erstmal dafür für die Einsendung. Und wenn ihr euch fragt, hey yo, ich möchte auch was einsenden, wie mache ich das? Ja, ganz einfach. Und zwar, wenn ihr etwas in den Workshop hochladet, schreibt einfach in die Beschreibung davon, ganz unten, darf der Kala HD vorstellen. Der Kala HD bitte so geschrieben, hier wie auf YouTube. Und dann suche ich regelmäßig nach meinem Namen, gehe auf Neueste und sehe, aha, da hat mal wieder ein kleiner Schlingel von euch was hochgeladen. Schaue ich mir doch gleich mal glatt an. Geil. Und darauf freue ich mich mal richtig. Und ich habe echt einiges, was ich noch vorstellen kann. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Da, seitdem ich jetzt wirklich draußen bin, am Malern bin und so, bin ich halt nicht mehr jeden Tag zu Hause am PC und sowas. Manchmal komme ich auch von der Arbeit und sage mir so, ja, heute mache ich nicht, heute lasse ich den PC mal aus. Und ich komme gar nicht mehr hinterher, muss man einfach mal so sagen, Freunde. Also ehrlich, ihr seid richtig fleißig. Halleluja. Ich werde auch so oft geschrieben, hast du das schon gesehen, hast du dann schon vorgestellt? Wie gefällt es dir denn? Der Daddy zum Beispiel hat mir was gegeben. Ich habe es noch nicht angeguckt, weil ich habe einfach keine Zeit. Aber ich hole alles nach und nach nach. Also wenn ich euch mal vergesse, schreibt es mir dann gerne nochmal in die Kommentare. So, hey, ich habe dir das und das eingesendet. Hast du das denn schon bei dir, gedownloadet, abonniert, dass du es bald vorstellst, dann schreibe ich euch ja oder nein und dann kann man alles weitere klären. Aber jetzt gucken wir nach der Feuerwehrwache und ich scroll mal kurz runter, denn wir wollen natürlich erstmal uns die Beschreibung durchlesen. Scroll, 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 scroll. Ihr seht hier, ich habe hier Trecker, ich habe hier noch Fahrgeschäfte, ich habe noch ein, also das habe ich aber hier, da noch, also ich habe noch einiges vorzustellen hier auf jeden Fall. So, da ist die Feuerwehrwache. Und zwar haben wir hier von Inferno, das ist eine Berufsfeuerwehr von Kiel. Aha, also Kiel. Darf der Kala HD, Zaro, guck mal, so geht's auch und alle anderen YouTuber vorstellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch reinschreiben. Hauptsache, mein Name steht dort drin. Ihr könnt auch theoretisch eigentlich nur der Kala HD reinschreiben. Würde ihm eigentlich reichen. Aber natürlich vom Aussehen her sieht es natürlich besser aus, wenn man da steht, darf er vorstellen. Ja, und bitte mich Inferno nennen. Ich nenne dich jetzt Peter. Hi, Peter! So, nein, Spaß beiseite. Und wir schauen uns jetzt hier das an. Und ich habe auch was entdeckt. Ich habe mich ja die ganze Zeit gegen gewehrt. Ich habe mir extra diese Beta-Version nicht geholt, weil ich es schade finde, weil ich bin so ein bisschen sauer, in Klammern, also nicht wirklich sauer, aber ein bisschen sauer aufgestoßen ist mir, dass das Exit Games sowas macht, anstatt sich um den Survival-Modus und so weiter zu kümmern. Wirklich, das haben sie wieder verschoben und. Und das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Da war ich ein bisschen salty, muss man sagen. Aber ich muss eine Sache wirklich zugeben. Es ist cool. So ist es nicht. Es ist cool. Vor allen Dingen, guckt mal, ich kann hier den Schalter abschießen und es funktioniert. Also es ist schon cool. So ist es nicht. Also Exo.Game, coole Sache. Aber ich warte auf den Survival-Mode. Und Tag-Nacht-Mod wäre auch geil. Oder ein Modus. So, wir haben hier die Feuerwehr auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier weiter irgendein Blödsinn quatschen. Ich werde mal ganz kurz schauen, was wir hier überhaupt haben. Das Buch schmeißen wir mal raus. Das sind die Tore. Oh, wie cool. Ja, das ist nice. Wir verschwinden einfach in der Decke, ne? Okay, es ist kein Klappmechanismus. Alter, ist das Ding riesig. Achso, man kann die auch wieder automatisch einzeln zumachen. Okay, nice. Okay, dann machen wir das wieder zu. Und dann haben wir auch hier die grüne Ausfahrt und so. Also das heißt, hier ist es grün. Ah, du darfst rausfahren sozusagen. Wenn es runterfährt, dann blinkt das Licht. So, Achtung, das Tor geht, oder das Licht ist an, Achtung, das Tor geht zu wegen dem Sensor dort. Und dann ist der andere Sensor an. Oder, ja genau, und dann ist das Licht aus. Ey, das ist cool auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen rein, wir drücken mal hier. Ah, die Türklingel. Guten Tag, 3 15er Boxen Chicken Nuggets, bitte. Achso, ist eine Feuerwehr, ist nicht McDonald's, okay. Aha. Ein Pipi-Rohr oder was? Uiuiuiui. Die Frage ist natürlich, sieht das in Kiel wirklich so aus? Licht. Das heißt, hier kann die Mannschaft wahrscheinlich sitzen und essen. Richtig cool. Okay, guck mal. Bisschen schnell, ne? Oh mein Gott, er will uns erschießen! Boom. Okay.
Tür geht zu. Nice Sache. Was haben wir denn hier? Oh, Licht. Oh mein Gott, Freunde, das ist schon... Jetzt bräuchten wir natürlich nur noch... oh, was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Ach so, das ist auch Stahldings für die Außentür wahrscheinlich. Oha. Was ist das hier? Ein Aufzug. Guck mal, dann haben wir, können wir hier eine Antenne rumspielen, ja, falls wir einen anderen empfangen möchten. Und was ist das hier? Ah, oh, wie cool. Das ist eine Klimaanlage. Ey, das ist nice. Das ist wirklich nice. Was ist das hier hinten eigentlich? Warte mal, ich fahre mal wieder runter. Aber natürlich auch cool, noch eine Klimaanlage. Die sieht auch echt aus wie eine Klimaanlage, muss man sagen. Also, es sieht echt cool aus. Man kann es ja auf jeden Fall erkennen. Und hier sind wahrscheinlich ja genau die Räume, wo dann die Besatzung drin schlafen kann, wegen nachts und so. Ja, bei der Freiwilligen Feuerwehr, also zumindest bei uns im Ort, ist es halt so, dass die halt, wenn die Sirene losgeht, dass dann die Leute, die Feuerwehr, also die gerade im oh mein Gott, die gerade Bereitschaft haben, dass sie dann anfangen, wenn die erste Sirene losgeht, aufspringen, zack, sich die Hose anziehen, Schuhe anziehen, ab ins Auto, ab zur Feuerwehr fahren. Also hatte ich den einen Tag zum Beispiel, ich kenne einen, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, und dann war ich einkaufen, dann ging auf einmal die Sirene los. Und bei der zweiten Sirene, die gerade aufgehört hat, es sind ja immer drei Intervalle, also geht er einmal hoch, hält sich eine Zeit lang und geht wieder runter. Dann geht's wieder hoch, hält sie wieder eine Zeit lang und dann geht's wieder runter. Und beim Runtergehen ist da schon bom, 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 aus dem Haus rauf, ab ins Auto, zack. Da fing gerade der dritte an, ist das Auto schon weg, also ist er schon angefahren. Also da muss ich sagen, der war aber flink, du, Halleluja. Vor allem, das stelle ich mir wirklich vor, wenn du gerade irgendwie auf Klo bist oder so, gerade ein Geschäft machst, das ist halt schon ein bisschen, Du sitzt da gerade, drückst so eine kleine Würstchen raus und dann, denkst du, ah nein! Oder stellt euch mal wirklich vor, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ekelig, aber stellt euch mal wirklich vor, ihr sitzt auf Klo und habt Durchfall. Und dann geht's los, Sirene, und du hast Bereitschaft. Und denkst du so, aber ich kann jetzt nicht aufhören. Was ist dann? Oh, 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 oh. Das stelle ich mir echt, echt schwierig vor. Und jetzt haben wir hier eine Stange. Geil! Das ist so cool. Gibt es das eigentlich wirklich in Deutschland, so eine Stange? Oder ist das nur so amerikanisch oder beziehungsweise auch nur ein Film? Weil ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie so wirklich in so einer großen Feuerwehrwache drin. Ich war mal in einer Feuerwehrwache drin und zwar ist das in dem Ort Wittmar, so hieß er. Und das ist eine kleine, ne? Die haben da auch ganz alte Wagen drin. Ich glaube aus den 30ern oder 50ern oder so. Also wirklich alte Feuerwehrwagen haben die da drin stehen. Und ja, das ist nicht mal zweistöckig, das ist einfach nur so ein kleiner Raum daneben und so und dann war es das. Deswegen, haben sie große Feuerwehrwachen, haben die wirklich auch so eine Rutschstange? Also ist das wirklich so? Ist da jemand von euch, der da draußen, bestimmt haben wir da einen Experten, schreibt das mal in die Kommentare, würde mich mal echt brennend interessieren. Oh, Hicks. Würde mich mal richtig interessieren. Vor allem, wisst ihr, was ich ganz im Kopf habe, wenn ich diese Feuerwehrwache hier sehe? Und zwar die Feuerwehrwache von Zarok. Die habe ich mal vorgestellt. Ich verlinke euch das mal oben rechts. Da war ein Helikopter mit bei und so. Das war auch richtig geil. Also das muss ich noch sagen, das vermisse ich hier so ein bisschen. Dass hier noch angeschweißt hier Fahrzeuge stehen. Dass ich die abmachen kann und rausfahren kann. Das fehlt mir ein bisschen hier. Aber gut, das ist ja nur die Feuerwehrwache und nicht komplett mit den, mit den Fahrzeugen. Was war denn das? Achso, die gehen so Stück für Stück aus. Ah, oh, hier haben wir, ich wollte schon sagen, jetzt haben wir es schon vorbei, aber hier haben wir noch die sanitären Einrichtungen, also Dusche. Wow, cool, das ist, man erkennt das aber auch sofort. Und hier haben wir eine nicht vorhandene Toilette, also hier können wir einfach so in die Ecke kacken und einfach liegen lassen. Die Putzfrau macht schon weg, ist super geil, oder der Putzmann. Licht an und hier haben wir wahrscheinlich, ja genau, das sind hier, wo die ganzen, oben ist der Helm drin, hier hängt die Jacke, da unten sind die Schuhe und die Hose, damit man sich hier einkleiden kann, das ist mega cool, muss man sagen, also man erkennt definitiv, dass es eine Feuerwache sein soll. Oh, was haben wir denn hier alles? Ach so. Kann man alle machen. Ja, ja, geil. Blub. Und dann gehen alle hoch. Los, raus, 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 raus. Warte, bis grün ist. Sonst bleiben wir hängen jetzt. Nee, 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 nee. Okay.
Oh, wow, 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 wow. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Inferno hast du mega gut gebaut. Also wenn euch das allen da draußen genauso gefällt wie mir, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, beziehungsweise auf jeden Fall auch, schaut bei Inferno im Workshop da vorbei und gebt auf diese Feuerwache im Steam-Workshop einen Daumen nach oben. Ohne Witz, Freunde. Richtig, 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 richtig geil auf jeden Fall. Ist richtig gut geworden, muss ich auf jeden Fall sagen. Ist echt top. Bitte mehr sowas, Inferno. Also wirklich, wenn du noch was hast, einfach einsenden. Du weißt ja jetzt, wie es geht. Und ja, ich würde euch da draußen sagen, wie gesagt, sendet auch unbedingt was ein, wenn ihr Scrap Mechanic spielt und genauso leidenschaftlich, vor allen Dingen Kirmesgeschäfte. Denkt dran. Und ihr dürft ja auch ein bisschen crazy Sachen machen, die jetzt nicht unbedingt so schick aussehen, aber richtig heftig sind. Also immer her damit. Ich freue mich auf eure Einsendung. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Support ist kein Mord, Freunde. Also wirklich, das ist nur ein einziger Klick, aber ihr unterstützt mich damit richtig heftig. Heftig, Freunde. Ihr unterstützt mich damit richtig heftig. Und ja, ein glücklicher Kalle ist ein dicker glücklicher Kalle. Und ja, ihr wisst schon. Also macht's gut. Auf Wiedersehen.